Ja, schönen guten Morgen, lieber Radenfreaks. Herzlich willkommen zum täglichen Radencheck. Und es wird der letzte Radencheck sein, zumindest täglich. Ich werde täglich nicht mehr einen Radencheck hochladen. Das ist zu viel. War zwar eine verrückte Idee, war eine coole Idee, war auch eine verrückte Idee. Ich stelle fest, das ist mega viel Arbeit und es ist mega wenig Inhalt. Ich kann nicht jeden Tag erzählen, mein Rasen ist braun. Und ich kann nicht jeden Tag sagen, das Wetter ist schön oder schlecht. Und von daher habe ich es mal ausprobiert. Danke, dass ihr mir zugeschaut habt. Und danke auch, dass ihr gerade gestern viele Kommentare unter meine Videos geschrieben habt. Ich denke, 2 Videos pro Woche reichen völlig aus. Und ab und zu mal einen Rasencheck zu machen, ist eine tolle Idee, denke ich. Das werden wir auch tun. Und es gibt noch viele andere schöne Themen, die ich zeigen möchte. Es gab auch die Frage, ob ich nicht mal mein Haus zeigen kann. Muss ich mal überlegen, ob ich das mache. Wir haben ein ganz besonderes Haus. Mein Vater ist Architekt und er hat hier dieses Holzständerhaus, dieses Glashaus, wie viele sagen, für uns damals konstruiert. Das Haus ist schon jetzt 25 Jahre alt. Auch mal eine schöne Idee, das mal zu zeigen. Mal gucken. Ganz, ganz interessant ist hoffentlich das Thema, was ich bald bringen werde, das Thema Jahresplanung. Was will ich über das Jahr tun? Was plane ich? Wie will ich meinen Rasen, meinen Boden mit Nährstoffen versehen? Wie oft will ich aerifizieren, sanden, vertikutieren und so weiter? Ein Jahresplaner. Ich habe selber so einen kleinen Jahresplaner ganz einfach in Excel erstellt. Und den will ich veröffentlichen, das will ich euch zur Verfügung stellen. Ja, das wird eine coole Sache. Dann gibt es natürlich weiter meine E-Flex-Schrauber-Videos. Das ist, na klar, ich liebe das auch, in der Werkstatt zu stehen und zu schrauben. Da gibt es einige Dramen noch, die ich hier gerade habe mit meinem E-Flex. Unglaublich. Ja, von einer Katastrophe in die nächste. Ich habe das kaputt gemacht, also spannend, sehr spannend. Ja, und dann kommt natürlich auch hoffentlich bald wieder das erste Mähvideo. Jetzt ist Mähen nicht so gut, obwohl ich wahnsinnig gerne mähen würde, aber da muss man sich ein bisschen Geduld haben. Im Winter mähen tut dem Rasen nicht so gut. Eigentlich verrückt, ne? Heute, sobald ein bisschen UV-Licht auf den Rasen scheint, ist der Rasen grün und man sieht keine braunen Stellen. Es ist gigantisch. Ihr müsst das mal, das müsst ihr euch mal reinziehen. Ich zoome mal da hinten hin. Das ist doch so der Wahnsinn. Ne? Also wenn der Rasen knallgrün ist, er ist nicht knallgrün, es täuscht. Wieder zurück. Ja, also das war das letzte Mal täglicher Rasencheck vom Rasenfreak. Jetzt geht es in den Wochen wieder normal weiter. Wie? Müssen wir sehen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert mich und macht unten die Glocke an. Dann kriegt ihr eine Info, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Sonst danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Rasenfreak. Tschüss.